Mit dieser Fähre sind die Macher und die Interpreten aus Dänemark angekommen. Es ist der vierte Beitrag. Die Beiträge wurden nebenbei gesagt ausgelost. Dänemark hat beim Grand Prix schon 18 Mal mitgemacht und sogar einmal gewonnen, 1963. Und die beiden, die für dieses Lied stehen, sind Søren Bundgaard als Komponist und den Text schrieb Kjeld Haik. Als Interpreten lernen wir die Hot Eyes kennen, die in Dänemark einen recht guten Namen als Schlagerinterpreten haben. Now here's a song from one of our neighbor countries, from Denmark. The title of the song is Skulle du spørre fra noen? Would you like to know? It's my translation here. And it's performed by Kirsten and Søren. They're also called Hot Eyes. Conducted by Wolfgang Käfer. Dänemark wieder einmal, das hat schon öfters bei einem Song Contest stattgefunden, mit einem Lied, wo ein Kind mitmischt, das bringt Begeisterung.